weiter. Komm hier, weiter. Auf geht's, komm. Komm, Mädel, auf geht's, arbeiten. Ist gut, komm. Unser Betrieb liegt im nördlichen Hessen. Wir bewirtschaften zurzeit 200 Hektar. Wir haben etwa 250 Milchkühe und die gesamte weibliche Nachzucht dazu, das sind etwa nochmal 180 Tiere. Wir haben zurzeit 2 festangestellte Mitarbeiter. Ich nenne unseren Betrieb so ein bisschen den erweiterten Familienbetrieb. Hallo Mäuschen. Links oder rechts? Links. Oben links in der Schublade. Genau. Wir haben auf diesem Standort mit 7 Kühen angefangen und alle 10 Jahre haben wir uns verdoppelt. Wir müssen halt die Milch billiger produzieren können, um auch mit einem schlechteren Milchpreis zurechtzukommen. Und dazu gehört eine gewisse Grundgröße, um auch noch einen Gewinn erzielen zu können. Also wir sind sicherlich etwas in diese Richtung gedrängt worden. Das hat schon die Politik ein bisschen mitbestimmt. Weltmarkt, Weltmarktpreise, die Grenzen werden geöffnet, sind geöffnet worden. Günstigere Lebensmittel aus anderen Ländern kommen nach Deutschland. Mit denen müssen wir kalkulieren, konkurrieren. Das ist unsere Aufgabe, sonst können wir nicht bestehen. In den letzten 10 Jahren oder 12 Jahren, seitdem ich den Betrieb führe, habe ich insgesamt für Stallbaumaßnahmen oder Siloanlagen oder Güllelagerung, neuere Technik, habe ich bestimmt 3 bis 3,5 Millionen Euro ausgegeben und die natürlich auch wieder irgendwo erwirtschaftet werden müssen. Wenn ich sehe, was wir schon alles gemacht haben, was wir für Geld ausgegeben haben, dann kann einen schon ein bisschen mulmig werden. Aber ohne Risiko kann man sowas nicht aufbauen. Grüß dich. Alles klar? Das Einkommen setzt sich aus dem Milchverkauf und aus dem Schlachtviehverkauf zusammen. Hinzu kommen die Direktzahlungen von der EU. Diese Zahlungen sind Ausgleichszahlungen für die Landwirte für schlechte Preise am Weltmarkt. In unserem Betrieb macht das etwa 40% des Einkommens aus. Aber meiner Meinung nach hat er den größten Vorteil der Verbraucher. Er kann nun mal in Deutschland günstig einkaufen. Uns Landwirte wäre es, glaube ich, wesentlich lieber, wir würden einen besseren oder einen angemessenen Preis für unsere Produkte bekommen. Und dann bräuchten wir auch keine Direktzahlung. Natürlich dient die Direktzahlung auch als gewissen Arbeitsausgleich für die Landwirte, dass sie die Kulturlandschaft erhalten. Diese Zahlungen sind aber auch verknüpft mit immer höher werdenden Ansprüchen von staatlicher Seite her, sprich Kontrollen. Aber ich denke mal, in Deutschland sind wir da schon sehr weit vorne mit der Gesetzeseinhaltung und in anderen Staaten wird das vielleicht noch nicht ganz so durchgezogen. Aber mit diesen Landwirten müssen wir trotzdem konkurrieren. Die Arbeitszeitverteilung hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr geändert gegenüber jetzt früher. Der eigentliche Landwirt, den man sich vorstellt, dass er auf dem Trecker sitzt, dass er die Kühe auf die Weide bringt, dass sich das Bild doch etwas gewandelt hat und der Landwirt immer mehr zum Betriebsleiter oder auch zum Manager wird. Dazu gehört für mich auch Politik,
zu verstehen, Weltpolitik, Agrarmärkte zu verstehen oder zu hinterfragen. Und das ist für mich auch eine gewisse Weltoffenheit dann. Einfach über den Tellerrand hinauszusehen. Nicht betriebsblind zu werden und sagen, hier, was ich alles mache, das ist das Beste. Sondern auch zu gucken, was machen andere tatsächlich besser als ich. Auf eine aufeutert schon. Wie ist denn da mit der da? Und wenn man die Kühe hier grasen sieht, dann ist das für mich einfach ein Traum, das zu sehen. Und ich bin stolz drauf, dass ich nach so vielen Generationen dieses Land auch bewirtschaften darf. Das ist für mich auch ein Auftrag, diese Kulturlandschaft offen zu halten und an die Nachfolgegenerationen zu überreichen.